muss leider nochmal aus dem Off sprechen. Der Wind war wirklich auf dem Industry Day at the Range sehr, 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 sehr schlimm. Hier bin ich dann am Stand von Bergara. Die haben ein kleines Portfolio ihrer Waffen mitgebracht, weil Bergara ist für mich eine der unterbewertetsten Marken, die wir überhaupt haben. Vor allem, wenn es um das mittelpreisige Segment geht und gerade für den Einsteiger bzw. also den Jungjäger. Hier habe ich eine Bergara B14. Es ist so der Evergreen bei Bergara. Gibt es in vielen, vielen unterschiedlichen Ausführungen. Spannend war an dem Tag natürlich, die Ziele sollten auf 900 Yards beschossen werden, was bei diesem Wind natürlich mehr als anstrengend und herausfordernd war. Und wieder die Stimme aus dem Off. Zwischenzeitlich hatte der Wind kurz nachgelassen, sodass man die Trefferansagen des Spotters hört. Und es zeigt einfach, dass Bergara in Deutschland bekommt er es über Leader Trading, eine gute Waffe ist. Ist ein bisschen grobschlächtig, also läuft nicht so fein oder ist nicht so fein wie Waffen aus höheren Preissegmenten. Aber gerade so für den Jungjäger kann das durchaus eine Alternative sein. Aber habt ihr Erfahrungen mit der Bergara B14? Führt ihr so eine Waffe? Weil mich würde es natürlich mal sehr interessieren, weil solche Eindrücke sind natürlich immer nur meine. Und mich würde einfach mal auch interessieren, wie ist eure Meinung dazu?